Ja, ich bin die Elke Schenk, bin von Beruf aus Lehrerin für Deutsch- und Gemeinschaftskunde am beruflichen Gymnasium und bin aktiv vor allem in der ATTAC-EU-Gruppe in Stuttgart. Und wie eben ein Teilnehmer hier gesagt hat in der Diskussion, egal mit welchem Thema man sich beschäftigt, irgendwann stößt man auf Bertelsmann, und so ist es mir dann auch in dem Bereich EU-Politik gegangen. Das Thema war ja auch Militarisierung, EU-Außenpolitik, und inwieweit ist da Bertelsmann aktiv? Die sind seit Ende der 80er Jahre aktiv, Politikberatung, wie sie das so beschönigend nennen, zu betreiben und haben schon ab Anfang der 2000er Jahre sehr deutlich Strategiepapiere und Veröffentlichungen verbreitet, die der EU einen Weltmachtstatus zuschreiben, also die die EU in die Richtung umbauen, umentwickeln wollen. Die EU soll letztlich auf gleicher Augenhöhe wie die USA geopolitisch agieren und alle auch militärischen Einsatzmöglichkeiten, was dann so Missionen heutzutage genannt wird, eigenständig auch ohne UNO-Mandat und ohne NATO-Unterstützung ausführen können. Und das hat dann zur Folge, dass viele Umänderungen auch im institutionellen Gefüge, im Entscheidungsgefüge der EU nötig sind, dass Aufrüstungsmaßnahmen nötig sind. Also was Sie immer befürwortet haben, war ein europäischer Außenminister. Den wird es jetzt geben, auch wenn es nicht so heißen darf. Er ist jetzt hoher Vertreter für die Außen- und Sicherheitspolitik. Die Rüstungsagentur ist beschlossen. Es ist beschlossen worden, eigener außendiplomatischer Dienst für den Außenminister. Es sind Entscheidungen getroffen worden im Hinblick auf eine stärkere Zentralisierung von Entscheidungsstrukturen in Brüssel, was den großen Ländern Vorteile verschaffen wird, also gerade Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Welches Interesse, also eigenes Interesse, könnte denn der Bertelsmann-Konzern haben, so eine aggressive Außenpolitik der EU zu unterstützen? Der Bertelsmann-Konzern als international tätiger Medienkonzern ist natürlich auf die Ausweitung von Märkten angewiesen. Jetzt einmal so für seine Kernprodukte, Zeitschriften und Musik und Radio, Fernsehprogramme. Das ist das eine. Und da muss man natürlich schauen, dass da so aufstrebende Mächte wie China und Indien, die ja dann so als die bösen drohenden Gefahren an die Wand gemalt werden, einem nicht zuvorkommen. Und eine militärische Absicherung der Expansion ist da natürlich ganz nützlich, auch wenn man das so deutlich dann nicht sagt. Das zweite ist, dass es eine Bertelsmann-Tochter gibt, Arvato, ein sogenannter Dienstleister, der auch im Bereich von IT-Lösungen und Informationstechnologie tätig ist. Und die Ideen für eine eigene europäische Aufklärung, beispielsweise für eigene europäische Geheimdienste, für alles, was mit Kommunikations- und Informationstransport zu tun hat, was ja auch in den neuen Kriegen in Anführungszeichen wichtig ist, da verspricht sich Arvato durchaus dann über Public-Private-Partnership-Verträge oder über die Auslagerung an private Unternehmen auch Einnahmen. Und das Dritte, was ich allerdings jetzt zahlenmäßig nicht so bewerten kann, aber die Bertelsmann-Stiftung als solche bekommt ja auch Aufträge von öffentlichen Stellen, Regierungsstellen, Ministerien. Und so fließen dann natürlich auch wieder Einnahmen an die zurück. Und je wichtiger sie sich gerieren, ja, so in der Öffentlichkeit, umso eher kriegen sie dann natürlich auch wieder einen Auftrag für irgendein Papier, eine Konferenz und so weiter. Das